Es wird gesagt, dass bevor wir geboren werden, selbst entscheiden, auf die Erde zu kommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Jeder wählt die Erfahrung aus, die er oder sie in dieser Inkarnation machen möchte. Vielleicht um etwas zu lernen durch Einsamkeit, Beobachtung, Leid, Führung oder auch vielleicht durch Armut. Vielleicht war es unser Wunsch, mit einer Behinderung zu leben, in konfliktträchtige Länder oder schwierigen Situationen hineingeboren zu werden, Demut zu erfahren, sich pflegen zu lassen, für andere zu sorgen oder die Herausforderungen des materiellen Reichtums zu machen. Wie Fächer für die Immatrikulation an der Universität gewählt werden, werden Missionen definiert und Zusammenhänge hergestellt. Jeder bekommt seine spezifische Rolle und dann wird man geboren. Es gehört Mut dazu, um auf die Erde zu kommen, in dem Wissen, dass wir uns nachher an nichts mehr erinnern können. Wir wissen weder, wer wir sind, noch was wir hier erleben wollten. Einige dieser Seelen werden sich von Geburt an wiederfinden. Es können Geschwister, die Familie, jene Menschen, die uns so nahe stehen und die uns manchmal verletzen oder uns auch fremd sind, sein. Aber wenn wir sie später treffen, können sie Schulkameraden, Nachbarn, beste Freunde, erste Liebe, Freunde an der Universität oder der Kollege am Arbeitsplatz sein. Andere wiederum werden wir als Erwachsene treffen, zufällig, obwohl wir wissen, dass sich hinter jedem Zufall ein Plan verbirgt, welchem wir uns nicht bewusst sind. Mit einigen werden wir nur flüchtigen Kontakt haben, zum Beispiel der Arzt, der uns bei einem Unfall behandelt, der Fremde, der uns in einer schwierigen Situation hilft, der freche und laute Nachbar, der uns auf eine Gedulds- und Durchsetzungsprobe stellt, der uns an unsere Grenzen bringt. Nichts ist zufällig in irgendeinem Leben. Es gibt einen freien Willen. Wir haben die Rollen aufgeteilt, aber es gibt kein Drehbuch. Wir improvisieren. Jeder gestaltet seine eigenen Dialoge und Handlungen, lernt die Lektionen, ergreift Initiativen und übernimmt Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken, welchen Sinn die Partner, die immer wieder in unser Leben treten, um uns auszunutzen oder missbrauchen, haben. Oder welchen Sinn der fordernde, kritische und zornige Chef hat. Und was ist, wenn du vielleicht die Arbeit in diesem Unternehmen kündigen solltest, um Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu erfahren? Es ist schwierig zu wissen, was wir mit jeder Person auslösen, aber die Seele weiß es. Und sie flüstert uns durch Intuition Botschaften zu. Diese Intuition, die so viele von uns ignorieren. Wir erinnern uns nicht mehr. Nur manchmal spüren wir ein Gefühl, um zusammenzuhalten. Jeder praktiziert seine eigene Entwicklung und die der anderen. In jeder Inkarnation, wenn wir in diese Uniform aus Fleisch, die der menschliche Körper ist, treten, fügen wir unserem Bewusstsein Wissen hinzu. Jede Erfahrung ist persönlich und nicht vergleichbar mit der eines anderen. Einige nähren, liebkosen und beruhigen uns, aber sie alle lehren uns. Wie schön wäre es, wenn wir diese Menschen im Laufe unserer Reise erkennen würden, ihnen direkt in die Seele schauen und zu ihnen sagen: Ich erkenne dich, danke, dass du in mein Leben getreten bist.